Yo, Leute, willkommen zurück zu Darksiders 2. Ich bin euer Seeker und wir sind immer noch an derselben Stelle mit dem Rätsel und guckt mal da, was ich gefunden habe. Ja, dass man darauf kommt, das ist ja auch eine Sache. Dass dahinter nämlich eine Bombe klemmt, ist so ziemlich das Letzte, woran ich gedacht hatte. Aber ich habe mich jetzt einfach in dem Raum einmal komplett umgeschaut und von daher, also ich habe jetzt mir nochmal eben die paar Minuten gegönnt. Jetzt kann man den hier mal rausziehen. Und dann dürfte das jetzt eigentlich alles abhalten, oder nicht? Ey, nee, tut es nicht. Okay. Kann man jetzt die Steinform da irgendwie durchschieben? Also wenn ich jetzt... Also ich hoffe, dass ich dann dahinter wieder respawne. Okay. Jo, das funktioniert. Okay, weiter. Kann ich das hier noch rüberziehen? Hä? Was macht denn er jetzt? Ne. Hier geht's nicht weiter rüber. Und hier braucht man jetzt scheinbar wieder diesen Soul Splitter. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Okay. Trotzdem geht das Tor dann dazu. Egal, schauen wir erstmal weiter, wie es hier ausschaut. Ich glaube, mit den neuen Klingen werde ich meinen Spaß haben, mit den Armklingen. Wir müssten natürlich auch noch dieses Armblade-Training mal machen. Ja, hier geht's runter, aber ich weiß nicht. Ich will doch noch eben hier die Kiste irgendwie kriegen. Oder was? Ja, das ist eine Kiste, die dahinter ist. Oder muss ich... Ah, ich verstehe. Einfach die Steinform hier draufstellen. Reicht ja auch vollkommen. So, logisch. Dass ich da nicht direkt am Anfang drauf gekommen bin, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Na komm, zack. Und jetzt können wir auch beruhigt, ohne dass wir eine Kiste hinterlassen, hier wieder langlaufen. Und weiße Sensen. Noch eine Kiste. Achso, jetzt sind wir wieder hier, wo wir gestartet sind. Jetzt dürfte hier nämlich ein Schlüssel rauskommen. So ein guter Skeleton-Key mal wieder. Jo. Das mysteriöse Mysterium wurde aufgelöst. Okay, da kann man anscheinend mal hochklettern. Also hier ist die Tür auf jeden Fall wieder zu. Hier kann man nicht drüber, so leisten. Wir müssen zwangsweise den Weg hier nehmen. Und so viel zur Meinungsfreiheit. Meine Güte. Da oben irgendwas, wo ich mich dann festgrabben könnte oder so? Achso, einfach Wallruns machen, würde ich behaupten. Ja. Da geht's auch noch irgendwo hin. Mal, oh, hier ist ein Loch. Wo es scheinbar... Ja, da geht's einfach noch da runter, wo wir herkamen. Und das bewegt sich dann wieder so. Ich will nur mal eben schauen, wo da oben die Tür hinführt. Achso, hier ist zu. Ah, okay.
Dann verstehe ich, was wir machen müssen. Nämlich, es ist mal wieder ganz simpel. So. Okay, also so weit dürfen wir uns nicht entfernen. Verstehe. Das darf man nicht, das ist verboten. Jetzt wäre die andere Möglichkeit, hier die Steinstatue hinzustellen. Jetzt frage ich mich, wie weit ich mich entfernen darf. Also, darf ich jetzt rein theoretisch mit dem Kerl hier eben diesen Kletterparcours machen? Ja. Ah, verdammt, ich wollte... So. Dann hat man hier auf jeden Fall schon mal so eine Marke, die man mitnehmen kann. Da kann man auf jeden Fall hochklettern. Wo geht's jetzt hier lang? Ah, hier haben wir eine Kiste. Die nehmen wir mal eben mit. Ich würde sagen, man nimmt, was man kriegen kann, ne? Punishing Claws of Fire. Ui. Ich will nicht zu weit weg. Ich habe nämlich jetzt gerade keinen Bock, dass das alles aufgelöst wird. Und jetzt... okay. Ich schätze mal, jetzt kann man... Ach, hier ist auch noch eine Kiste. Ja, man muss doch irgendwie auch noch... woanders hin, oder nicht? Ich muss doch da oben irgendwie den Hebel umlegen oder so. Ja, ne? Aha, aha. Hier hinten geht's sowieso nicht weiter. Dann schauen wir mal eben auf die andere Seite noch. Oder kamen wir hierher? Jo, hier kamen wir, glaube ich, her. Soll heißen, kann man das ja eigentlich auflösen. Und jetzt wieder dahin zurückgehen, wo wir herkamen. Da haben wir jetzt ja das eine Tor da geöffnet. Hier an der Seite. Ah, ich verstehe. Zack, machen wir die Lampe. Jetzt gehen wir wieder dahin, wo wir den Lampenheini hatten. Ich glaube aber, dieser Weg hier ist ein kleines bisschen kürzer. So, mein guter Lampenheini. Okay, das ist jetzt scheiß gelaufen. Achso, einfach, ja, ist logisch. Einfach ablegen. Wallrun umdrehen. Grabben. Dass ich auf sowas nicht komme. Ich hatte jetzt eigentlich ausprobiert, ob man das damit machen kann. Aber egal. Lampenheini kriegt eine Lampe. Brücke baut sich auf. Ja, ich würde aber ganz gerne einmal vorher noch hier schauen, was dahinter ist. Nämlich eine Book of the Dead Page, wie es scheint. Oder ein Relikt. Book of the Dead Page, ja. 5 haben wir mittlerweile schon wieder fürs zweite Chapter. So. Nichts hier, nichts da. Tralalalala. Ich höre immer noch so ein hässliches Biest im Hintergrund. Und ich schätze, das dürfen wir irgendwann mal killen. Oder sind das vielleicht diese... Ich könnte mir auch vorstellen, dass es diese riesigen Viecher sind. Diese schlangenähnlichen Viecher, die halt das ganze Teil hier ziehen. Also es wäre noch was, was ich mir vorstellen könnte. Fragst du, ob wir die überhaupt kämpfen müssen oder ob die einfach nur ein bisschen scary aussehen. Okay, das wird ein schöner Sprung. Okay, geschafft. Was ich auch so lustig fand, war ja,
Ich hatte mich ja eigentlich jetzt, also heute haben wir den, haben wir Sonntag den, warte mal kurz, ich schau mal auf dem Desktop eben, den 23. September. Und ich habe jetzt eigentlich noch knapp 15, 16 Parts Darksiders noch auf Vorrat. Aber zumal ich mir denke, wenn ich nachhaltig denke und dann einfach schon noch mehr Sachen auf Vorrat mache und dann, wenn ich sowieso den PC über Nacht anlasse fürs Uploaden, dass ich dann auch gleichzeitig noch ein paar Sachen rendern kann, habe ich schon mal ein paar Parts auf Vorrat und ich komme näher an mein Dark Souls Let's Play. Hey. Ja, komm her hier. Wo ist denn das andere scheiß Brave hin? Hallo? Mein netter Geist, wo bist du hin? Okay, verstehe. Das kannst du gleich mal eben umkehren. Wo hat sich der zweite Geist denn gerade hingepusst? Ah, okay, ich verstehe. Soll heißen, das ist relativ simpel hier alles. Oder ist es so simpel, wie ich es denke? Auf jeden Fall brauchen wir die Steinstatue hier. Wir brauchen den ersten Geist, der das Teil verändert. Ach so, okay. Den brauchen wir nur. Oder? Ah, okay, jetzt können wir uns hier nämlich rangrabben. Ja, wenn das da eben funktionieren würde. So. Jetzt geht der andere nämlich gleich da durch, weil den packen wir jetzt hier oben hin. Okay, da müssen wir das Teil irgendwie reinschieben. Okay, hier sind Braves. Dann will ich jetzt mal eben aus dem Weg gehen. Okay. Ach, da ist so eine Marke. Oh, soll ich es echt für die Marke tun? Ich mach's für die Marke. Na gut, ich meine, ich muss ja so oder so nur mich hier rüberziehen. Also muss ich scheinbar doch hier gegen die Raves kämpfen. Oder ich weiche ihn eben aus. Gönn mir die Kiste, da oben ist nochmal so ein komischer Kristall. Das verschwindet gerade echt hart. So ein bisschen komplizierter damit zu kämpfen. Okay. Das da oben kann man nicht benutzen. Hier geht's auch nicht hoch. Du sollst meinen Gevatter da nicht angreifen, du. Genauso wenig sollst du mich angreifen, goddammit. Halleluja, machen die Viecher viel Schaden. Egal. Use. Oder liegt es einfach daran, dass wir gerade in unserer Geisterform sind? Könnte natürlich auch sein. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir irgendwie schauen, was der Rabe uns sagen will. Ja, okay, dafür müssen wir ja da
hinten hin. Wir brauchen also, muss man das Teil da reinschieben? Ja, man braucht eine Bombe irgendwo her. Woher kriege ich jetzt schnellstmöglich eine Bombe? Weil, oder hier kann man ja nicht wallrunnen, oder? Oder? Na, klasse. So. Also Wallrun ist dann nicht möglich. Genauso wenig. Also da drunter ist ja eigentlich eine Plattform, aber wieso komme ich nicht zu der Plattform, oder? Ach so, das ist... Ah, okay, verstehe. Das ist da, wo wir eigentlich herkamen. Oder muss man das ganze Teil dann einfach wieder zurück tun? Also wir können ja eigentlich wieder zum Hebel. Okay, wir testen jetzt einfach mal eben was aus. Ob es uns irgendwas bringt, wenn wir den Hebel nochmal umlegen, dass das Teil sich in der Mitte nochmal verändert. Ob wir da vielleicht irgendwie eine Bombe herkriegen oder so. Hey, da hinten ist noch eine Marke oder ein Relikt oder was auch immer. Ja, Relic of Etugov. Bringt uns das was? Können wir jetzt hier irgendwie eine Bombe holen? Nein, die Tür kann man natürlich auch nicht öffnen. Okay. Das Teil sah mir irgendwie verdächtig nach so einem anderen Schiebedingens aus. Ja, was bringt es uns dann sonst, den Hebel da irgendwie umzulegen? Meine Fresse, ich grübel an diesen Scheiß... Aufgaben. Ja, echt schon teils härter als an irgendwelchen Portal-Rätseln oder so. Ein Portal ist schon teils echt hart. Und jetzt solche Sachen hier, die einen dann ganz schön fertig machen. Okay, man braucht eine motherfucking Bombe. Gehen wir das ganz logisch an. Woher kriegt man jetzt am besten eine motherfucking Bombe? Bin ich eigentlich behindert? Leute, könnt ihr mir das sagen? Ob ich eigentlich behindert bin? Dass ich aus meinem Fehler beim letzten Rätsel, wo ich nicht weitergekommen bin, nicht lerne, ne? Das ist ja... Meine Fresse, bin ich behindert. Das ist... Ach du Scheiße, ey. Wisst ihr was, Leute, dafür verdiene ich eine Bitch-Slap. Ich Bitch-Slap mich jetzt selber. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Auf jeden Fall... Das habe ich auf jeden Fall verdient. Meine Güte, nee, ey. Ist ja... Schlimm mit mir ist das. Dass ich zweimal auf denselben Trick hereinfalle, ist ja... Krass, ey. Oi, 19 Minuten. Leute, wir haben das Rätsel perfekt gelöst. Also zeitlich perfekt, nicht prinzipiell perfekt. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Teil weiter. Haut rein, Leute. Ich bin euer Seeker und wir sehen uns dann. Ciao, ciao.